Problem beseitigen. Mr. Blind Life hier. Mit einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn es euch geht gut. Was? Wenn es euch gut geht. Geht's mir gut. Und wenn es mir gut geht. Geht's euch gut. Wunderschönen Tag hier, herzlich willkommen hier beim neuen Video. Im letzten Video war es regnerisch, ja, und in diesem Video habe ich schon direkt meine Sonnenbrille aufgesetzt, denn draußen ist es, ja, jetzt nur 6 Grad, oder, ne, deswegen hast du auch deine Jacke an, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Sonne und ich wollte immer richtig schön mit am Strand nehmen. Ich habe es euch am letzten Video ein bisschen gezeigt, denn für mein Musikvideo, was ja mittlerweile schon online gekommen ist, muss ich noch eine Szene am Strand drehen, so eine Abschlussszene. Dann gehen wir erstmal an den Strand, oder? Und du bist ja mein Kameramann dafür. Ja. Und übrigens, mein kleiner Bruder hier, erzähle ich euch nochmal im Detail, aber der macht auch ein paar YouTube-Videos. Wenn jemand von euch Türkisch spricht, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir gucken ihn mal heute über die Schulter. Let's go! Guck mal, der Kleine am Vloggen. Ich weiß gar nicht, ob man ihn sieht. Und wir gehen mal weiter. So. Also, das Problem ist, sobald wir das Grundstück verlassen, dreht Toprak durch. Ja, ist ja gut. Also das ist immer das Problem, deswegen, wir müssen es jetzt entfernen vom Grundstück. Ansonsten wird der Hund immer sehr traurig. Und man, der macht mir leid. Also wir gehen ja auch raus mit ihm, so ist es ja nicht. Ist das matschig. Die Sonne ist da. Es wird auch immer wärmer. Aber das Problem ist, ich sehe natürlich wieder nichts und der Boden ist noch richtig matschig. Und der Hund hört nicht auf zu bellen. Der kleine YouTuber. O boşluğun içinden toprak bizim köpeğimiz yani. İçinden geçmeyi başardı. Böylelikle karşı bahçe... Davon ist der Strand. Und da drehe ich jetzt noch eine Abschlussszene für mein Musikvideo, was ja jetzt schon online gekommen ist und hoffentlich gut angekommen ist. Suchen wir hier ein schönes Plätzchen. Ah, mal gucken. Mein Bruder müsste auch hier irgendwo zu sehen sein. Auf dem Strand haben sie jetzt hier so einen Betonweg gemacht und da gehe ich gerade entlang und jetzt kommt unser Experte für Barrierefreiheit, und zwar mein kleiner Bruder Sammy. Erzähl mal, was ist hier? Als Sehbeeinträchtigte ist das sehr schlimm. Wenn ein Sehbeeinträchtiger kommt, kann es gegen hier stolpern, auch wenn es einen Blindenstock hat. Stimmt. Zum Beispiel, das ist gefährlich. Boah. Wenn man einen Blindenstock hat, ja, kann man das dazwischen so zwischen rumhängen und dann kommt man einfach, sagt man, da ist nichts, weil man den Stock dazwischen reinkommt. Richtig. Vorsicht. Also ich weiß nicht, ob ich das in der Kamera gerade zeigen konnte. Aber hier, vor allem, wir haben jetzt einfach eine Bank hier hingestellt. Das ist auch ganz witzig. Gut, da kann man sich hier hinsetzen. Warte, ich mach das mal. Kann man sich hinsetzen? Nicht, dass es recht. Recht. Warte mal. Schöne Mann. Und dann kann man sich hier hinsetzen natürlich, aber so, na, Thema Barrierefreiheit, wie viel Platz machen wir da nicht? Gut, kann man jetzt von einem kleinen Dorf erwarten, dass sie barrierefrei sind? Ja, kann man. Verdammt nochmal. Alles muss barrierefrei sein in der Welt. So, jetzt bin ich von dieser Bank aufgestanden. Gehe hier einmal rum. Wir sehen meinen Bruder. Und mein Bruder hat mich gerade darauf hingewiesen, ja, dass hier vorne der Weg aufhört. Das heißt, klar, man kann da irgendwo ein bisschen runter. Da ist jetzt Sand. Das heißt, der Betonweg hört auf. Da ist Sand. Und da vorne ist aber wieder der Betonweg, ne? Ja. Also wollen wir da mal hin? Gehst du vor? Ja. Zeigst du mir mal irgendwie den Weg? Da vorne ist da wieder Baustelle. Das gleiche wie hier. Das, dann bringt das ja nichts, hier durchzugehen. Also Barrierefreiheit. Schwierig. Warte. Gucken wir mal. So. Ja, jetzt können wir hier normal weitergehen. Aber naja. Wie soll ich das Video nennen? Barrierefreiheit im Dorf? Aber cool ist es schon, gerade für Rollstuhlfahrer, wenn dieser Weg zu Ende gebaut ist, weil Rollstuhlfahrer können ja schlecht auf dem Sandweg da entlang rollen. Ja, mach. Danke. Da können die Rollstuhlfahrer wenigstens auf diesem Betonweg entlang. Das ist schon ziemlich cool. Aber da vorne ist wieder, glaube ich, eine Baustelle. Ja. Ich sehe es schon. Ja, jetzt müssen wir wirklich woanders längs. Jetzt habe ich einen Weg gefunden, der sehr entspannt ist. Hier kann man sehr schön entlang gehen. Und ihr seht schon, das ist heute auch wieder so ein richtig chilliger Vlog, so richtig zum Entspannen. Ihr sollt quasi diese Videos inhalieren und die Urlaub mitgenießen, wenn ihr nicht im Urlaub seid, ja. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Wir planen auf jeden Fall die nächsten Tage nach Bursa in die Stadt zu fahren. Da wird wieder genug Hektik sein. Wahrscheinlich nach diesem Video wird dann sehr viel Hektik sein. Also, guck mal hier. Genießt das einfach. Genießt diesen Wellengang. Ist das nicht schön?
Ich liebe das einfach. So, und jetzt sind wir hier an der Anlegestelle für Schiffe angekommen. Ich filme mal kurz meinen Bruder. Und jetzt gehen wir ganz nach vorne hin. Und dann machen wir noch mal ein paar schöne Aufnahmen, ne? Oder? Ja. Machen wir mal. Hier halten auch wirklich Schiffe an, ne? Von Istanbul, glaube ich, aus. Im Sommer kommen hier Schiffe auf jeden Fall an. Von Bursa aus. Von Bursa, also hier kommt. Genau, dann kann man Party machen. Jetzt werfen wir mal so einen Rundumblick. Da ist mein kleiner Bruder. Und jetzt drehen wir hier rum. Hier ist das Wasser. Wir sind locker jetzt vom Strand 50 Meter oder so entfernt. Und dann gehen wir hier einmal rum. Blauer Himmel, Sonne, Wasser. Einfach nur Wahnsinn, das Ganze. Hier ist so eine kleine Stange. Und da hinten auch das Meer. Und da hinten geht es dann wieder Richtung Strand. Wunderbar, wunderbar. Und der Kleine dreht immer noch seine Videos da hinten. Wisst ihr, ich bin jetzt 6 Jahre auf YouTube. Ich habe viel, viel gemacht. Ich habe viel erlebt, wirklich. Und wenn ich jetzt hier so bin, an diesem schönen Ort, da denke ich auch so ein bisschen drüber nach. Und ich möchte einfach mit diesen Videos viele, viele Menschen erreichen, viele Menschen motivieren. Weil ich denke mir, auch wenn ich nur 2000 Abonnenten habe, das ist gefühlt wie 2000 Abonnenten. Denn das sind nicht nur irgendwelche Menschen, die mir folgen. Ihr seid nicht irgendwelche Menschen. Viele von euch haben eine Geschichte, oder jeder von euch hat eine Geschichte. Viele von euch, also, haben ja auch persönlich was geschrieben, E-Mails geschrieben. Ich habe mich mit euch unterhalten. Ihr wolltet mit mir telefonieren. Ihr habt mir eure Geschichten erzählt, die mich auch wirklich, wirklich berührt haben. Erst letztens habe ich wieder mit einer Person telefoniert. Grüße gehen nach Hamburg an eine russische Sozialarbeiterin. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was du mir auch erzählt hast. Grüße gehen raus an dich, weil ich weiß nicht, ob ich deinen Namen erwähnen darf. Und so schöne Geschichten habt ihr geteilt, aber auch traurige Geschichten. Und ich bin einfach einer, der auch immer wieder darüber nachdenkt. Ja, ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend, die 2000 Abonnenten sind wie 20.000 Abonnenten, denn ihr habt so einen großen Wert, ihr habt so einen schönen Beitrag geleistet. Und klar, kommentiert nicht jeder etwas. Ihr genießt einfach die Videos und das finde ich toll und deswegen drehe ich ja die Videos. Denn einfach nur ein Video drehen, damit hat sich das ja nicht. Und man muss ganz viel bearbeiten, schneiden. Und diese Videos hier haben einen so großen Wert für mich. Ihr glaubt das nicht. Es dauert 4 Stunden, 5 Stunden ein Video hochzuladen bei der Internetverbindung, die ich habe. Aber ich denke mir, Daumen hoch. Warum? Ich habe Internet, um es hochzuladen, auch wenn es lange dauert. Ansonsten dauert es immer so 10, 15 Minuten. Ich bin einfach mega, mega froh. Ich bin einfach dankbar, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, das Musikvideo ist gut angekommen. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Und ich würde mal sagen, ich beende das Video hier langsam, oder? Es ist so ein schöner Ort. Ja, ich beende das Video hier. Das war's mit dem Video. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel, viel Spaß. Und ich hoffe, ihr werdet noch viel, viel Spaß mit mir zusammen haben. Da draußen ist das weite Meer, und zwar das weite Meer der Möglichkeiten. Jeder von euch kann alles in seinem Leben schaffen. Es gibt doch dieses Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Es gibt vielleicht viele Wege, die nach Rom führen. Und jeder, der zum Beispiel sehen kann, führt einen Weg. Also nimmt einen Weg nach Rom, beispielsweise. Und die nicht sehen können oder schlecht sehen können, nehmen einen anderen Weg. Die im Rollstuhl sind, nehmen noch einen anderen Weg. Also es gibt einfach viele Wege, abgesehen man will nach Rom, die dorthin führen. Und genauso ist das hier mit dem weiten Meer. Alles ist möglich. Und ich bin gerade in so einer inspirativen Phase. Deswegen denke ich mir, ist es gut, das Video hier zu beenden. Ich bedanke mich, dass ihr hier gewesen seid. Und ich springe jetzt ins Wasser. Nein, es ist zu kalt. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.